So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Little Nightmares 2. Ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus oder möglichst oft. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Und jetzt muss ich erstmal einen Weg darauf finden zu meinem Kollegen mit Hütchen da oben. Der will mir ziemlich offensichtlich zeigen, wo es hier lang geht. Und das wäre schon mal gar nicht verkehrt. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich kann hier weitergehen. Ich kann hier weitergehen, aber hier ist scheiße dunkel. Ich laufe hier einfach mal rum. Irgendwann werde ich schon sterben. Irgendwann werde ich schon sterben, wenn was ist. Alter, ich sehe halt nichts. Okay, ich sehe zwar nichts, aber vielleicht kann ich hier rauf. Nein? Nein, hier kann ich auch nicht rauf. Okay, wie komme ich da hin? Nein? Hä? Bin ich jetzt ein bisschen doof, oder? Ach, warte, vielleicht... Ah, ich muss ihn führen! Ah, ich muss da gar nicht selber rauf, oder wie? Ich muss ihn da irgendwie rumführen. Damit ich mir sehe. Ach so. Ah. Ja, okay. Nee, das ist die falsche Richtung. Ich brauche ihn hier drauf. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, ich und Rätsel halt, ne? So, Achtung. Festhalten, Grenner. Bumm. So. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Was ist da unter dem Tuch? Ey, wohin? Ah, ja, sehr gut gemacht. Ja, Mann, wir sind die besten Freunde, du und ich. Geil. Okay, geiler kleiner Bubi. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas habe ich jetzt anscheinend gemacht. Ich laufe nochmal. Ach, ich habe das Licht angeschaltet. Ah! Guck mal einen an, ich habe das Licht angemacht. Cool. Was ist das? Da hat was geleuchtet, darum wollte ich gucken, ob ich das irgendwie heben kann. So, jetzt müsste ich eigentlich ja das hier anpacken können. Ja, jetzt kann ich da selber rauf. Schön. Das wollte ich auch vorhin machen. Jetzt hat... So. Perfekt. Super. Super. So krass sind wir. Ja, super toll. Super, super, super gut. Ey, wo bin ich denn jetzt gelandet? Da gucke ich mal eine Sekunde nicht hin. Ja, alles super gut. Ich muss also darauf. Wie mache ich das am besten? Ja, okay, ich sehe schon. Jo, passt. Hoch da. So, unser kleiner Tütenkopf hat schon mehr Klimmzüge gemacht als ich in meinem gesamten Leben. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Aber nur ein bisschen. So. Jetzt hat, was ist das? Ein Hut? Ich glaube, das ist ein Hut. Ja, die Hüte müssen wir uns auch mal alle ansehen. Hey, was machst du da? Müssen wir uns auch mal alle ansehen. Aha, kann ich da jetzt rauf oder was? Ja, kann ich. Okay, wir müssen einfach nur dem... Was eigentlich mit unserem... Oh. Oh, ja, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ja. So schnell kann es gehen, ne? Was eigentlich mit unserem Kollegen, den wir da zurückgelassen haben? So, jetzt hier ganz vorsichtig. Der ist ja irgendwo... noch unterwegs da anscheinend. Aber ohne uns. Jawohl. Und jetzt. Ja, geil. Auch wenn mein erster Versuch ein bisschen schneller war. Aber manchmal ist es besser, etwas langsamer zu sein. Ach, da bist du ja. Ich habe gerade von dir geredet. Hi. Es geht. Es geht ab. So. Toll, und warum konnte ich nicht einfach hier zurückgehen?
Warum musste ich da jetzt überall rumlaufen, nur wegen dem scheiß Hut oder was? Scheint fast so. Au. Ja, so gehe ich halt immer Leitern runter. Das ist normal. Das gehört sich so. Rein da. So. Endlich. Kommst du? Spring einfach runter, genau wie ich. Voll auf die Fresse. Was ist denn hier los? Hier ist einfach das übelste Scheißhaus. Das sind Fußspuren. Was ist mit dem Scheißhaus? Das, ich finde das irgendwie auffällig. Ich will da rein und gucken, was da drin ist. Und mal schnuppern, ob es da drin gut riecht. Bestimmt riecht es da drin gut. So, ich springe jetzt einfach mal hier rum. Da oben scheint mir eine Falle zu sein. Dann würde ich eigentlich ganz gerne hier auf die große Kiste. Danke. So. Okay, da geht nichts. Aber vielleicht kann ich mich irgendwie... Nein? Irgendwie anders bewegen? Nein? Ja, jetzt hänge ich halt da. Und hier bleibe ich wahrscheinlich hängen. Okay, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, leck. Tja. Ach, ich nehme seine Hand. Oh, ich habe seine Hand genommen. Oh. Was geht denn jetzt ab? Hier, nimm meine Hand. Nimm meine Hand, du Pisser. Einfach voll für den Dorf springen. Die halten ja Händchen, das finde ich irgendwie süß. Das ist irgendwie lieb. Hier, gib mir deine Hand, guck. Wir halten Händchen. Oh. 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 So, okay, geh mal. Ein bisschen rumspinnen muss hin und wieder auch sein. Einfach rein in die Falle. Na, ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Genau. Einmal so drauf. Gut. Das ist eine Klappe. Wir müssen halt da oben hin zur Klappe. Das ist ja relativ offensichtlich. Und das schaffe ich so nicht. Normalerweise. Normalerweise habe ich da keine Chance, irgendwie hinzukommen. Genau. Hier ist auch nichts. Es ist teilweise wirklich ein bisschen dunkel. Vielleicht wenn ich hier hingehe. Nein. Ich wollte eigentlich auch darauf. Okay, geht auch nicht. Hä? Boah. Vielleicht... Ach, einfach schieben. Och, mein Gott. Ich habe nicht gedacht, dass ich das einfach schieben kann. Ist ja auch klar, das Ding ist nur 20 mal größer als wir beide zusammen, aber scheiß drauf. Hallo, lass mich bitte hier mal springen. Ich habe es doch gerade noch geschafft. So. Jetzt müsste es aber gehen. Ach, und ich denke mir die ganze Zeit, das muss doch voll irgendwie voll schwer sein und sowas und die beiden können das niemals schieben. Weil es einfach viel zu groß war. Was ist hier jetzt los? Ach, guten Tag. Guten Tag, der Herr. Was machen Sie denn da Schönes? Das sieht nach einem sehr interessanten Hobby aus, aber ich würde gerne hier irgendwie vorbeikommen, ohne dass Sie mich umbringen. Ist das denn machbar? Bitte mich nicht umbringen. Achso, ich muss es zudrücken. Und jetzt? So. Und lauf. Und lauf. Komm. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Los. Juhu. Hoffentlich ist der nicht gut im Schießen. Au, der hat mich erwischt. Der Penner ist doch ganz gut im Schießen. Verdammt. Und lauf. Lauf, 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 lauf. Ich muss in Deckung gehen. Ah ja, alles klar. Und weiter geht's. La, 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 la.
Na, 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 du kriegst mich nicht nochmal. Ich bin viel zu krass für dich. Du erwischt mich schon wieder voll in den Rücken gebannert, du blöder Penner. Alter. Boah, ist das stressig. Schnell hier verstecken. Ach, verdammt. Ich war ein bisschen zu schnell. Ich muss ein bisschen langsamer machen. An gewissen Stellen. Jetzt ballert er einmal auf den Zaun. Jetzt ballert er einmal hier hin. Hier warten, bis er nochmal ballert. So, und weiter. So. Genau. Ich laufe extra ein bisschen abseits, damit er mich hoffentlich nicht erwischt. Ey, das gibt's ja nicht. Okay, ich hätte da runterspringen müssen, so wie der Junge gerade. Okay, er macht Jagd auf uns, Leute. Ich sollte versuchen, einfach dem Jungen zu folgen. Ich lasse den Jungen vorlaufen und folge ihm dann einfach. Ich bewege mich genauso wie der. Was? Der hat mich trotzdem getroffen. Ich war doch hinter der Kiste, Mann. Ich habe es gerade noch so hinter die Kiste geschafft. So, der Plan bleibt der gleiche. Warten, warten und laufen. Warten, warten und laufen. Jetzt wieder warten. Boah, das war wieder sehr knapp. Und. Ja. Ja, Mann. Oh, wir sind die ganze Zeit so kurz vorm Ziel gescheitert. Ach, das ist ja scheiße. Und du bist ganz schön hässlich, mein Freund. Ja, Mann. Okay, hierhin haben wir es schon mal geschafft. Bitte bleib weg von mir. Geh einfach wieder dein Hobby da machen. Was auch immer du da gemacht hast. Geh einfach wieder zurück in deine Werkstatt und mach. So. Händchen halten. Der Typ, der macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich versuche nicht ins Licht zu gehen. Vielleicht lieber verstecken. Das sind Krähen. Ich muss auf die Krähen aufpassen, wetten. Weiter weg von den Krähen. Eigentlich hat er uns schon voll gesehen. Oh. Oh. Okay. Geh einfach weiter, genau. Geh einfach weiter. Gute Idee. Einfach weitergehen. Ja, fein. Bitte gehen Sie einfach weiter. Bitte ignorieren Sie uns. Okay, ich warte, bis er wieder hier rüber schwenkt und dann gehe ich. Oder? Genau. Und jetzt. Komm, 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 komm. Ja, geschafft. Ach, das gibt's doch nicht. Der hat mich echt doch... Ich war doch schon drin, Mann. Du blöder Penner. Ich war doch schon drin. So. Ich hab's doch eigentlich schon geschafft. Nein, 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 nein. Geh bitte weg. Alter, ist das spannend. Scheiße, ey. Eieieiei. Ich hatte es eigentlich schon geschafft. Ich war schon im Loch drin. Ich war ein bisschen zu vorsichtig, wie es scheint. Jetzt aber. Und rein da. So, ich hab's geschafft. Was mit dir? Jawohl. Ja, Mann. Nee, 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 nee. Du kriegst mich eh nicht. Ich wollte einfach da stehen bleiben, aber der hat ja trotzdem geschossen. Ach du Scheiße. Was ist mit dem kaputt? Alter, ich habe nicht gedacht, dass er jetzt zum Schießen anfängt. Oh, leck mich fett. Okay, ach, hier geht's lang. Alter, fängt er einfach an zu ballern.
Ich habe gedacht, der hört jetzt auf zu schießen, darum wollte ich da stehen bleiben. Ah. Okay. Ja, das war unser erster richtiger Feind. Das ist ja ganz was Tolles. Upsala. Das ist ja ganz super. So, ist er jetzt weg? Ist er jetzt weg, der große böse Mann? Kommst du? Gib Händchen. Gib Händchen. Gib Händchen. So. Lauf! Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich... Ja, schubst mich halt runter, Alter! Hm. Ja, ich muss wieder 10.000 Mal sterben, es hilft nichts. Geronimo! Ja! Ich hatte einfach keinen Bock mehr, Leute! Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß hier! So, was ist das hier? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. So, jetzt kannst du darüber und irgendwas machen. Was kannst du denn machen? Hä? Und ich? Was ist jetzt mit mir? Zum Rufen drücken. Ach, da reicht mir jetzt die Hand. Ah, okay, und? Ja, das ist prima gelaufen. Das, hä? Wie soll ich es denn darüber schaffen? Ich habe gedacht, der reicht mir jetzt die Hand und dann ist die Sache erledigt. Warum macht er das hier nicht und ich springe einfach darüber? Ah, scheiße, ich wollte ihn einfach runterfallen lassen. Hä? Wie soll ich das machen? Ja, ja, ich weiß schon, aber wie soll ich das schaffen? Das ist wahrscheinlich zu schnell wieder unten, ne? So schnell komme ich nicht wieder auf die Beine. Genau. Ja, dann geht's nicht anders. Hä? Was mache ich denn falsch? Was so? Was mache ich falsch, hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ich bin gerade wieder mal ein bisschen dumm. Also die Rätsel sind für mich hier echt tödlicher als die Gegner. Definitiv. So. Hey! Hey, komm her! Junge, komm her! So, und lauf, 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 lauf! Ja! Jawohl, geschafft! War einfach zu wenig Anlauf! Perfekt! Nice, Alter! Sehr gute Arbeit! Hier, High Five! Gib mir High Five! Gib mir High Five, du... Gib mir High Five! Okay, macht er nicht. Schön. Das sind irgendwelche Käfige. Wunderbar. Das gefällt mir echt sehr, sehr gut hier. Wir sind wieder im Todeswald, ne? Oh ja, wir sind wieder im Todeswald. Yep. Und wir werden wieder gejagt. Lassen Sie mich bitte in Frieden. Lalalalala. Lalalalala. Bitte lassen Sie uns in Ruhe. Und gehen wir nicht auf den Keks. Ach, der schöne Fernseher. So, tschüss. Ich laufe, ich laufe. Boah, zum Glück habe ich seine Hand noch gesehen. Ja, nee, ist klar, Alter. Beruhig dich mal. Ich hab gesagt, beruhig dich. Nur wenn du scheiß Wutausbrüche hast, da kann ich doch nichts für. Ah, nein! Boah, so. Boah, ja. Einfach nicht rüber geschafft. Und. Ja, ab in die Gülle. Passt schon. Ich verstecke mich hier unten.
Alter! Geh mir doch nicht so auf den Keks, Mann! Bleib schön weg von uns. Aha, hier muss ich lang. Alles klar, einfach voll ins Güllewasser rein. Boah! Bestimmt kann ich da auch ertrinken. Da kommen sogar Blubberblasen raus. Wenn man hier so runter geht, dann kommen Blubberblasen raus. Geil. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich muss da rüber. Ich war nur von den Blasen fasziniert. Alles klar, ich muss also... Alles klar. So. Okay. Na, was hast du noch zu bieten? Du machst mich eh nicht fertig. Stimmt, oder? Nein? Ach, hier rauf? Darauf, okay. Oh, da wo das Herzchen ist. Oh. Jo, bin dabei. Komm schon. Haus um. Ja. So, jetzt haben wir Deckung. Zu spät. Zu spät, mein Freund. Oh, leck. So, wo geht's weiter? Komm. Ja, durch die blöden Krähen weiß er halt, wo wir sind, ne? Hm, die fressen doch auch den besten Scheiß von allen. Ah, scheiße. Och man, wie oft muss ich denn noch sterben? Na komm. Einfach durchrennen, einfach durchrennen. Jawoll. Du kriegst mich eh nicht, du kriegst mich eh nicht. Ich glaube, ich war wieder zu schnell, oder? Nein? Ja, geschafft. Schnell, mach die Tür zu. Boah. Puh. Ja, ja, ja. Oh, da ist ein Gewehr. Hallo. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Ja, und jetzt. Batz, Alter. Weg mit dir, Mann. Ach, dich braucht eh keiner mehr. Alter, das hast du verdient. Das hast du sicher... Ich will mir den Typen anschauen. Ich will sehen, was da passiert ist mit dem. Ach, scheiße. Oh, ja, unser erster gemeinsamer Mord. Komm her. Oh, das müssen wir feiern. Alter, das ist mir ein bisschen zu aufregend hier gerade. Ah, oh, wunderschön. Oh. So. Der nächste bitte. Das nächste Opfer. Wir sind am Meer. Warum sind wir am Meer? Hallo? Ich will ja. Ich will ja, aber es geht irgendwie nicht. Ah, jetzt. So. Einfach nur weg hier. Scheißegal wohin, einfach weg. Der Typ ist Wahnsinn. Der ist einfach wahnsinnig, vollkommen geisteskrank. So. Jetzt begeben wir uns auf die große Reise. Mitten ins Nirgendwo. Ja, es kann jetzt ein bisschen länger dauern, diese Reise. Oder auch nicht. Weil da kommt irgendwas. Was ist das? Eine Flaschenpost?
Fernseher? Oh fuck, wir sind bestimmt nicht entkommen. Bestimmt halten wir uns gerade noch mehr in die Scheiße rein. Hä? Warum liegen hier so viele Fernseher? Ein Leuchtturm da hinten? Oh fuck. Was zur Hölle ist das denn? Alter. Die Gebäude sehen sehr stabil aus. Alter, leck mich am Arsch. Eine ganze fucking Stadt. Alter, sieht das geil aus. Das sieht einfach nur geil aus. Hä, wo ist mein Partner hin? Ah, da bist du ja. Komm, wir gehen gemeinsam am Strand spazieren. Komm. Hier einfach per Mondlicht oder so. Hui, voll romantisch. Da steht noch jemand. Noch jemand, der mit mir Händchen halten will? Cool, dann sind wir schon zu dritt. Dann wird das hier ein flotter Dreier. Was macht der da? Der Fernseher ist kaputt. Da ist irgendwas mit deinem Kopf. Da ist irgendwas mit deinem Kopf. Nee, der hat keinen Bock auf uns. Er hat keinen Bock auf einen Dreier. Er schüttelt die ganze Zeit den Kopf. Das heißt nichts Gutes für uns. Geh mal lieber. Was zur Hölle? Was ist das, Mann? Ach du Scheiße, ich finde das gerade voll geil. Ich finde das gerade total geil. Hat er auch einen Kopf? Oder ist es nur ein Anzug? Ich glaube, das ist nur ein Anzug. Ich glaube, dass es nur ein Anzug ist. Aber es sieht trotzdem voll geil aus. Hier ist noch mehr Kleidung. Was ist hier mit den Leuten passiert? Sind die einfach zu Staub geworden? Alter, einfach eine ganze Stadt. Wir sind voll in der City, Leute. Wir sind voll in die Großstadtmenschen, wie es aussieht. Ah ja, da ist ein Fenster. Ich will mich aber noch ein bisschen umgucken. Es ist zwar ein Fenster und ich muss da wahrscheinlich durch, aber ich will noch ein bisschen hier schauen. Alter, das Spiel hat halt einfach so ein geiles Feeling. Da ist einfach ein Riss hier mitten im Boden. Was ist hier passiert? Was ist hier los? So sieht die Welt wahrscheinlich nach Corona aus. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nach der Quarantäne, Alter, sieht es überall so aus. Fuck, was ist mit den Leuten passiert? Also das ist halt wieder mal ein Spiel, wo ich die Story kein bisschen checken werde, aber ich find's trotzdem geil. Ich habe auch schon wieder überall ist Kleidung. Was ist mit den Menschen hier passiert? Fernseher. Ganz viele Fernseher, ja. Okay. Muss ich das verstehen? Anscheinend ja.
Geh du mal dahin. Genau, das wollte ich nämlich auch machen. Alter, das ist so geil. Okay, ich muss anscheinend hier rauf. Ja, ich weiß. Und was dann? Erstmal sterben, okay. Was dann? Ja, erstmal sterben. Alles klar. Eigentlich dachte ich, dass sie sich da an dem Fernseher festhalten würde, aber ich weiß auch gar nicht, was ich hier machen soll. Ich habe überhaupt keinen Plan. Oh, ich habe nicht gesehen, dass der Boden da aufhört, verdammt. Ja, ich stütze mich einfach mal in den Tod, ja. Pff, warum denn noch nicht? Kann man schon mal machen. Hä, ich verstehe wirklich nicht, was ich hier machen soll. Ich soll den Typen darüber kriegen. Hier irgendwie durch. Nehme ich mal an. Wie zur Hölle soll ich das machen? Oh, ups. Ups. Also die meisten meiner Tode passieren hier anscheinend aus Versehen. Das ist ja auch ganz nett. Mal zur Abwechslung. Okay. Ich sterbe einfach mal aus Versehen. Es ist ja offensichtlich, dass ich hier irgendwas machen muss. Aber ich weiß nicht. Ach, guck mal. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, ja, man muss halt immer ein bisschen ausprobieren. Das ist auch mal eine geile Art für einen Aufzug. Das hätte ich gerne in echt so. Einfach, wenn man so in einem 10-stöckigen Gebäude wohnt, dass man statt einem normalen Aufzug sowas hier kriegt. Oh, fuck. Ja. Ja. Dann würde auch das hier passieren. Dann würde genau dasselbe passieren. Alles klar. Das Spiel verzeiht mir keine Fehler. Das macht aber nichts. Weil ich bin fehlerfrei. Ich mache nie Fehler. Das war alles Absicht. Ja. Ich antworte einfach mal. Warum denn nicht? Und jetzt per Lichtgeschwindigkeit. Juhu. So, ein bisschen mehr Schwung. Wenn ich ein bisschen mehr Schwung habe. Ja. Sehr gut. Er hat ja auch hell gemacht. Ich wollte einfach nur antworten. Ich will gucken, was ist da oben. Ich weiß schon, ich muss ihn holen. Ist mir schon klar. Da kommen wir eh nicht weiter, ne? Ja, dann gehe ich ihn einfach mal holen. Das wird schon irgendwie hinhauen. Vermutlich. Aha, aha. Genau. Boah. Alter. Dass er da nicht runtergeflogen ist. Der hat sich nicht mal festgehalten. Bist du geisteskrank, Alter? Hält er sich nicht mal fest? Eigentlich hätte der jetzt voll runterfliegen müssen, so schnell wie der Fernseher da kam. Okay. Jetzt aber. Komm, ich schaff das. Warte, bist du bereit? Okay. Was ist denn jetzt los? Ja, ich hätte es auch ohne ihn geschafft wahrscheinlich, aber okay, was soll's. So, nice. Alles klar, Bruder. Geh mal immer weiter nach oben. Was ist jetzt hier los? Ups. So, geschafft. Ja, Mann. Oh. Da hatte jemand ein nicht ganz so tolles Ende. Ich brauche die Schuhe für meine Sammlung. Oh, damit kann man also keine Türen öffnen. Na gut, aber was uns hinter dieser Tür erwartet, das finden wir wohl erst in der nächsten Folge heraus. Ich hoffe mal wieder, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat und, dass ihr auch in der nächsten Folge von The Little Nightmares 2 dabei seid. Ich bin bis jetzt total begeistert. Ich hoffe, dass es euch genauso geht. Und dann sage ich einfach mal, ciao.